Real Madrid holt zum 14. Mal den Henkelpott in einem sehr, sehr aufregenden Finale gegen den FC Liverpool. Und Anton, ich würde mit dir ganz gerne reinstarten. Du warst auch live vor Ort. Wie hast du es erlebt? Wie fandest du das Spiel? Im Realblock, by the way. Ich dachte, ich habe neutrale Tickets. Auf einmal sehe ich so, ich bin bei den Madridistas. Ja, was soll man sagen? Die haben das wahrgenommen wie so ein Freizeitkick. Das fünfte Mal Champions League gewonnen, 8 Jahren, entspannt. Keine Anzeichen von Nervosität. Ich habe so ein bisschen Modric und so beim Aufwärmen beobachtet. Es hat den gar nicht interessiert und so haben die das auch runtergespielt. Courtois war halt unfassbar an diesem Tag. Also Liverpool war ja deutlich die bessere Mannschaft, aber ich habe es vor dem Spiel gesagt, für die Geschichtsbücher muss es Real Madrid an diesem Abend holen, einfach aufgrund der K.O.-Spiele davor. Ich war gegen Man City im Stadion, wo Rodrigo da in 70 Sekunden Spiel dreht. Ich habe sowas noch nie erlebt im Bernabeu. Das war der Wahnsinn. Chelsea war auch, da war ich leider nur im Hinspiel, aber da haben sie auch sehr gut gespielt. Und gegen PSG das Comeback. Simon, das kannst du dir nicht... Also Real Madrid, Mentalitätsmonster, da kommt keine andere Mannschaft dran. Also allein vom Mindset. Und deswegen haben die auch die Champions-League-Saison verdient. Die haben kein tolles Spiel gemacht im Finale. Die haben sie ja teilweise hinten reingestellt, haben sich nicht getraut, vorne anzupressen. Und Courtois hat am Ende Unterschied gemacht. Ja, verdient, muss ich als Barca-Fan sagen, dass das Real Madrid ist. Findest du, wenn ich mal gerade reingehen darf, natürlich muss man diese Mentalität loben. Und man muss auch sagen, wenn sie es immer wieder gewinnen, das zählt ja nachher auch nicht, wer mehr Ballbesitz hat. Aber ich habe selten eigentlich einen Champions-League-Sieger gesehen über eine gesamte Saison, wo ich sage, das ist eigentlich unverdienter. Die waren gefühlt in jeder Runde die schlechtere Mannschaft. Ja. Also Chelsea musste 5-1 im Bernabeu eigentlich gewinnen. Manchester City, da weiß heute, glaube ich, noch keiner, der am Platz war, wie das passiert ist. Und du sagst gerade, Courtois war überragend. Aber dieses Spiel am Samstag durfte nur eine Mannschaft gewinnen. Und das war Liverpool. Die hatten ja 7-8 hundertprozentige Torchancen. Ja, klar. Also ich glaube, nur einen Satz noch. Wir wissen ja alle, die wir hier sitzen, von allen Mannschaftssportarten ist Fußball wahrscheinlich die Sportart, die am wenigsten die Mannschaft belohnt, wo es besser aussieht oder sowas. Aber Liverpool hat ja wirklich eigentlich alles richtig gemacht. Und von daher fand ich schon krass, dass Real das Ding dann nachher nach Hause fährt. Wir sprechen alle über die Mentalität. Eigentlich kann das Spiel 4-1 für Liverpool ausgehen oder ich nehme mal den Fachmann dazu. Oder weißt du irgendwann am Platz als Liverpool, wir machen heute keinen mehr, weil der einfach zu stark ist? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Erstmal der arme Anton mit ganz geroastet. Ich finde, dass Real das verdient hat. Also ich sehe das genau wie Anton. Weil im Endeffekt, wir reden über Fußball und Fußball ist ein Mannschaftssport. Und da hat jetzt am Ende Courtois das Ding für die Mannschaft geholt. Und daher hat er und die Mannschaft das absolut verdient, meiner Meinung nach. Davor hat Benzema die Spiele geholt und trotzdem wurde die Mannschaft gefeiert. Genauso geht es jetzt auch, wenn Courtois das Ding mal geholt hat. Deshalb ist meine Meinung, dass der Sieg absolut in Ordnung geht. Und natürlich müssen wir nicht darüber reden, dass Liverpool eine überragende Mannschaft ist, die ein überragendes Spiel gemacht hat. Und trotzdem ist für mich, steht im Vordergrund halt, also mir wäre es persönlich auch egal, wenn ich... Mir auch. Ja, mir wäre es auch egal. Oder mir war es in dieser Saison, wenn ich mal ein paar Spiele hatte, wo wir nicht die bessere Mannschaft waren, aber Punkte mitholen, da war es mir auch egal, um ehrlich zu sein. Weil man weiß, es werden wieder bessere Tage kommen. Und heute hatten wir das nötige Glück auf diesen Sieg. Und ich würde es egal finden nach so einem Spiel. Ihr habt beide über Courtois gesprochen, der ja auch verdienterweise mit dem Man of the Match Award ausgezeichnet worden ist. Wir wollen uns die Szenen nochmal anschauen, weil das war ja wirklich, der ist ja zu einem Hexer geworden an dem Abend. Das war ja wirklich absoluter Wahnsinn. Die erste Chance aus der 15. Minute. Wahnsinn. Allerdings zunächst Einbahnstraßenfußball. Nur das Team von der Insel. Mo Salah. Ab der nächsten war es klar, dass sie kein Tor machen hier. Ab hier war's das war verrückt. Und Liverpool wollte das. Mané an den Pfosten. Und Madrid, wir haben da hinten drin einen Hexer und der hält die Dinger halt fest. Ja, der hatte wirklich ein bisschen persönliche Vendetta da am Laufen, glaube ich. Ne? Der wollte nochmal zeigen. Hat er nach. Wieder Liverpool, wieder Mo Salah.
Henderson und nochmal Salah. Unfassbar. Nee, noch nicht. Real jetzt nur noch am Verteidigen, wieder Salah. Jota eingewechselt. Real. Schlussphase. Der war Mann. Die letzten 10 Minuten laufen. Wieder Salah, Salander. Das wäre so ein überragendes Tor geworden. Voll im Spiel mit der Ballannahme. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Liverpool jetzt auch drittes Finale in den letzten 5 Jahren oder so. Und die haben in 3 Champions-League-Finalen nur ein einziges Tor gemacht aus dem Spiel heraus. Und das ist dann auch einfach zu wenig. Also die, ich weiß nicht, irgendwie im Finale bringt es nicht auf den Platz mit der Effektivität. Das ist aber auch so ein bisschen Klopp-Fußball, ne? Bei allem, also ich halte Klopp für einen der 3 besten Trainer der Welt, aber auch mit Dortmund war er im Champions-League-Finale, da haben die auch eine halbe Stunde die Bayern an die Wand gespielt und er braucht immer relativ viele Chancen, obwohl er ja mit Salah und Mané und Firmino oder Jota hat er ja sensationelle Stürmer da. Das ist das allerletzte, weil die so einen Aufwand betreiben, ne? Was das auch eine Kraft kostet, diese Spielweise. Sie haben es bis zum Schluss, aber sie haben das Ding nicht getroffen. Das ist natürlich eine interessante Statistik, die du bringst. In 3 Finals nur ein Tor aus dem Spiel raus, trotz dieser Überlegenheit. Ich finde, das, was man jetzt wirklich auch in dem Spiel da gesehen hat und eben auch in dem Finale mit Dortmund gegen die Bayern und beim Spiel, beim letzten Liverpool-Realfinale, nichts passt schlechter zu Jürgen Klopp als so eine richtige Veteranentruppe, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Weißt du, ganz im Ernst, wenn du in der 80. Minute 1-0 hinten liegst und dann Toni Kroos bringt den 80. Pass an den Mann über 6 Meter und der Ball geht wieder zu Modric und der bringt den nächsten Ball nach vorne. Du denkst, und du guckst die an und hast das Gefühl, die kriegen wir nicht aus den Angeln gehoben. Die kriegst du auch emotional nicht. Die werden hier nicht nervös. Ja, stimmt. Ich glaube, es könnte der 89. 0-0 stehen. Und wenn du in die Augen schauen würdest, würdest du immer sagen, Real Madrid holt es. Ja. Und ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist nicht mal unbedingt ein Vorwurf für Jürgen Klopp. Vielleicht hat er auch Pech, weil die Bayern waren ja auch so eine Veteranentruppe mit Ribéry, Robben und so. Ne? Vielleicht hat er auch einfach Pech gehabt, dass er immer auf die trifft. Es liegt da schon. Es ist meiner Meinung nach, es ist auch irgendwo Glück gewesen. Ja, wie gesagt, aber es ist auch definitiv eine Kopfsache. Also ja. du sagst schon ganz richtig. Wenn du dann siehst, wer da gegenüber dir steht, da ist ein Toni Kroos, der hat das Ding 4-mal geholt, ein Karim Benzema. Und die sind in der 18. Minute halt noch so eiskalt einfach. Und als gegnerische Mannschaft, also würde ich vor denen stehen, ich würde mir auch denken, boah, die kannst du nicht aus der Ruhe bringen. Und da fängst du schon an zu zappeln. Also das ist definitiv ein Grund dafür. Ja. Vor allem Benzema hat ja noch eine Riesenmöglichkeit, wo es dann wirklich hauchzart abseits war. Ihr wisst wahrscheinlich, welche Szene ich meine. Übrigens, ihr habt es ja wahrscheinlich auch entweder im Fernsehen oder wir haben es im Stadion gesehen. Das war ja, wie lange ging diese VR-Entscheidung? 2,5 Minuten? 3,5, glaube ich. Also das war ja verrückt. Darf ich da kurz fragen, habt ihr im Stadion irgendwas erklärt bekommen, in irgendeiner Form? Habt ihr irgendwie was an die Hand bekommen? Nee. Das muss geändert werden. Das muss doch geändert werden. Das muss man doch... Ja. Ich verstehe aber die Regel bis heute nicht, wieso das Tor nicht gezählt hat. Der Ball kam irgendwie vom Abwehrspieler und abgeprallt und hier und da. Das es geht um den Moment, wo... Wir können uns die Szene übrigens mal angucken. Also es geht darum, wo der Realspieler vor Benzema am Ball ist. Und da ist Benzema im Abseits. Und das andere ist keine kontrollierte Abspielbewegung, sondern einfach eine Rettungsaktion da. Und wir haben ja übrigens mal von Colinas Erben, sehr gute Kollegen von Twitter, kann man empfehlen, haben wir einmal hier die Erklärung. Im Moment des Ballkontakts von Valverde ist Benzema im Abseits. Die anschließende Aktion der beiden Liverpooler ist kein... Da spare ich mir das auszusprechen, das geht nicht hin. Nico, du hast es gerade... Deliberate gesagt. Play. Genau, wollte ich genauso sagen. Sondern ein Blocken und damit eine Deflection, die das Abseits nicht aufhebt. Das ist die offizielle Erklärung. Ja, ist wohl richtig und fühlt sich für mich trotzdem falsch an, keine Ahnung. Aber das ist mein Problem. Ja, aber sitzen wir zusammen in einem Boot. Ja, ich gucke jetzt alles und sage, ja, es ist wohl die richtige Entscheidung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die haben ein Tor gemacht. Also ja, aber was ich da auch wieder verrückt finde, jetzt hast du in so vielen Spielen schon so eine Situation gehabt, wo dir dann irgendwie so ein Tor weggenommen wird, was ich zum Beispiel, ich kann es als Schalke-Fan erzählen, wir hatten, als wir gegen Pauli 0-2 hinten gelegen haben, ich weiß nicht, ob das beim 0-1 oder beim 0-2 war, wurde uns auch ein Tor zurückgenommen. Und du hast ganz häufig, dass so eine VR-Entscheidung halt auch mittlerweile dann wirklich komplett killen kann. Ja. Also sowohl auf Fanseite als auch eben in der Mannschaft. Was ich da so verrückt finde bei Real Madrid, wir haben schon super häufig über diese Mentalität gesprochen und ich glaube, das ist auch in allen Ehren, dass wir das hier so häufig ansprechen, weil es ist nun mal wirklich verrückt, was sie da an Mentalität auf dem Platz haben. Aber die kriegen dieses Tor aberkannt und du hast das Gefühl, ja, okay, wir sind Real Madrid. Da, wir machen 3 Stück in der 90. Alles gut. Ja.
es ist eine Mannschaft, die, gut, jetzt ist es ja auch historisch bewiesen, du kannst sie nicht schlagen im Champions-League-Finale, es ist ja unmöglich scheinbar. Und wir reden da ja, wir sagen immer dasselbe. Wir reden wieder von Mentalität, diesem M-Wort, und keiner kann so richtig fassen, was es ist, aber wir haben... Atta, sorry, dass ich unterbreche, aber Atta als Spieler, mag man dieses Wort? Es soll ja Vereine geben, die in gelben Trikots auflaufen, die es nicht mehr hören können. Für mich absolut okay, dieses Wort. Das ist, hat halt was mit Mindset zu tun. Ist einfach so, Fußball ist eine Kopfsache. Und genau in solchen Situationen ist Mentalität das Wichtigste. Das hat uns Real Madrid gezeigt. Und die haben gezeigt, dass man nur mit Mentalität auch Spiele gewinnen kann. Ist einfach so. Und ich persönlich ziehe das durch jedes meiner Spiele durch. Man kennt mich da auch mehr oder weniger so als Mentalitätsspieler. Und ich finde sowas sehr wichtig. Die haben bei mir ins Briefing aggressiver, defensiver Mittelfeldspieler geschrieben. Also von daher passt vielleicht ganz Danke. Gut. Aber ist es nicht auch oft so, dass wir ja auch alle, auch von den Medien, vor jeder Runde, dann spielt Real gegen Manchester City und dann sagen wir alle, City hat dieses Trauma, Pep Guardiola vercoacht sich wieder und Real Madrid hat die Mentalität. Wir beschwören es ja auch alle. Und wenn ich 13 Mal das Ding gewonnen habe, dann habe ich sicherlich auch den Mindset, es ein 14. Mal zu tun. Das ist ja auch mittlerweile eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und ich habe die Zeiten noch miterlebt, ich bin leider schon so alt, in den 80er Jahren, da hat Real jedes Auswärtsspiel, die haben selbst in Lautern 5-0 verloren auf dem Betzenberg und dann haben sie zu Hause teilweise mit Schiri van der Kroft, der war bestochen bis unter das Dach, haben sie das Rückspiel noch gewonnen und sowas. Also nein, das muss man auch mal ganz klar sagen, daraus wächst ja auch so ein Ruf, den du heute auch immer wieder abrufen kannst. Das hat auch schon was mit Historie zu tun, glaube ich. Definitiv, ich meine, alleine wenn man sich die Mittelfeldachse da anguckt oder generell, ihr habt wahrscheinlich alle die Statistik gesehen, die dann auf den sämtlichen Social-Media-Kanälen rumgegangen ist. Wir haben da mit Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Benzema, selbst Nacho, Marcelo Cavaral, so unfassbar viele Spieler. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle aufgezählt habe, die zum 5. Mal dieses Ding in der Hand haben. Das muss ich mir überlegen. 5 Champions League-Titel. Das ist, du erzählst das hier so irgendwie im Nebenbeigehen und dann gibt Toni Kroos ein Interview und sagt, ah, ich wollte mal einen Champions League-Pokal gewinnen, wo dann meine ganze Familie im Stadion ist. Weird Flex an der Stelle, Toni. Aber das ist schon wirklich verrückt. Und wenn du dann auf der anderen Seite natürlich eine Liverpooler Mannschaft hast, wo es natürlich auch eigene Geschichten gibt, ein Sadio Mané, der wohlmöglich sein letztes Spiel macht, ein Mohamed Salah, der ja immer mehr auch den Ruf bekommt, das ist ein super Fußballer, da brauche ich mit euch nicht drüber diskutieren, aber dass er zumindest in den ganz, ganz entscheidenden Spielen dann doch mal nicht so ganz seine Leistung abrufen kann, das hast du natürlich dann schon irgendwo im Kopf, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Anton, was meinst du? Man muss sagen, Real Madrid hat auch jetzt einmal in den letzten Jahren, klar, auch von Titeln spielt es wieder, die beste Arbeit geleistet. Auch die haben sogar in den letzten 9 Jahren weniger Geld für Transfers ausgegeben als Villarreal. Also Liverpool fast 1 Milliarde. Real Madrid, also super Arbeit. Florentino Perez muss ich eigentlich mal meinen Hut vorne ziehen. Und jetzt Mbappé, dass der jetzt nicht kommt, werden wir, glaube ich, auch noch nachher drüber reden. Das werden die auch wegstecken. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt mal wirklich Schicht im Schacht ist und die jetzt mal 3-4 Jahre nicht mehr die Champions League gewinnen werden. Hoffentlich. Aber Real Madrid ist der beste Verein der Welt, muss man so sagen. Wir wollen uns dann natürlich in allen Ehren auch nochmal das entscheidende Tor anschauen von Vinicius Junior. Der Ball kommt von Fede Valverde. Schauen wir mal ganz kurz rein, das 1-0. Der auch eine, ja, weiß nicht, da wollte ich jetzt mal eher den Defensivmann. Ja, ist unglücklich für Trent, weil es ist schon schwer. Also ich glaube, Valverde will da, glaube ich, wirklich schießen. Und ja, da sieht der echt unglücklich aus. Ich finde, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Vinicius. Ja. Aber lässt vielleicht Robertson auf der anderen Seite zu lange ihn marschieren, ne? Weil da, wo du sagst, wo er draufschießt, der läuft ja fast von der Mittellinie durch. Ja. Das ist ja eigentlich auch im Klopp-System gar nicht so vorgesehen. Die müssen ja aggressiver eigentlich drauf. Es gibt halt manche Situationen, da kommt halt die Mannschaft mal über außen durch. Da würde ich jetzt den Außenverteidigern keinen Vorwurf machen. Es ist einfach, ja, wie Anton schon gesagt hat, Real sollte an diesem Abend auch Geschichte schreiben und dann will er schießen und der Ball geht genau zu Vinicius durch und ich würde da niemandem einen Fehler geben. Selbst Van Dijk, der da so ein bisschen auch ein bisschen schlecht aussieht. Ich kann da keinen Vorwurf machen da in der Abwehrkette von Liverpool.
Trent pennt schon ein bisschen, oder? Naja, wirklich. Also ich weiß, wie es ist. Wie gesagt, er will den Ball schießen. Ja. Und als Spieler schaust du ja wirklich schon, was für eine Bewegung macht der Spieler. Und je nachdem handelst du ja. Das ist ja wirklich, Fußball ist ja wirklich Reaktion und Agieren halt und sowas. Und da kannst du in dieser Situation kannst du nicht damit rechnen, dass der Ball jetzt genau dahin geht. Aber musst du, wenn er kommt, nicht wenigstens gucken, wo dein Gegenspieler ist? Das Ding ist, wenn man mal richtig hinschaut, meiner Meinung nach ist, Trent achtet da auf die Abseitslinie. Also er versucht da die Abseitslinie zu halten. Wenn er zu weit reingeht, vielleicht spielt er den dann irgendwo anders hin, wo er das Abseits aufhebt. Ja, und dann, wie gesagt, er sieht halt sehr unglücklich aus, weil es sein Gegenspieler ist. Aber ja, also... Das ist ja so ein flacher Vollspannpass. Was war das? So, wie gesehen auch. Ich glaube, das stimmt, aber ich glaube trotzdem, er hat ihn ein bisschen verloren. Weil man hat es gerade eben in der einen Einstellung gesehen, er guckt... Wahrscheinlich, er guckt ja. Einmal guckt wahrscheinlich, das, dann nicht mehr. Genau, wahrscheinlich weiß er, dass er da ist. Ja. Er weiß jetzt auch nicht unbedingt, dass er den dann da trifft, ja. Der Vinicius. Aber ja, es ist sehr unglücklich. Ja. Also wirklich, es ist sehr unglücklich. Für einen Abwehrspieler ist es auch sehr undankbar. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. War das die beste Champions-League-Torwart-Performance, die wir jemals gesehen haben? Kurt, also genau, Courtois Performance, Entschuldigung, die beste in dem Finale oder generell? CL-Final-Performance eines Torwarts, die wir je gesehen haben. So generell so. Hätte ich direkt mit Manuel Neuer gegen Porto gekontert. Ja, das, aber... Aber hier im Finale, da dieses Wunder von Liverpool gegen Milan, was Dudek da in der zweiten Halbzeit gehalten hat, plus dieses Ding von Schewtschenko aus einem Meter plus elf Meter gehalten, wahrscheinlich ähnlich spektakulär, obwohl er drei Kisten kassiert hat. Ne? Bei Torwart denke ich aber auch immer an Champions-League-Finale gegen Valencia, Oliver Kahn. Das ist so mein erster Gedanke. Ja, vor allem Elfmeterschießen, unglaublich. Dann, ja. Neuer gegen PSG war auch gut. Neuer vergisst gegen man PSG. Schon wieder, weil niemand da war. Aber also ich denke an Uli Stein, 83 gegen Juve vom HSV, aber das waren die anderen noch nicht. Naja, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das war einer der besten Torwartleistungen, die man bis jetzt... Aber da finde ich dann auch interessant, weil du das gerade sagtest mit Glück oder du mit so Courtois 2014 mit Atletico, führen 1-0 bis zur 93. gegen Real, sind die bessere Mannschaft. Kopfball Ramos und da fehlt ihm gerade dieser Zentimeter zum Spielglück und Atletico ist so knapp davor, gegen Real die Champions League zu gewinnen und verlieren es wieder. Die haben drei Finals gespielt und alle mit sagenhaftem Spielpech verloren. Also da gibt es schon Sachen, die stehen irgendwie noch ein bisschen zwischen Himmel und Fußballhölle. Ne? In der Saison 2014 hat aber Real auch, glaube ich, 9-mal 1-0 durch Ramos gewonnen. Das Finale hat Ramos gewonnen damals. Ja, genau. Das stimmt. Aber wir kommen wieder zurück auf dasselbe Thema, ne? Es ist wieder die Mentalitätsgeschichte. Real Madrid, wie auch immer, packt mit dem Fußballteufel, aber irgendwas funktioniert. Und wenn man vor allem bei Courtois, was man da, finde ich, auch erwähnen muss, seine erste Saison bei Real Madrid war ja alles andere als gut. Der wurde ja teilweise schon wieder vom Hof gejagt und da wurde drüber gesprochen, ob man nicht zurück zu Navas gehen soll, der jetzt bei PSG seine ganz eigene Geschichte da mit Donnarumma ausfechtet. Aber Courtois, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, der hat danach ein Interview gegeben und so ein bisschen trotzig auch gesagt, na, vielleicht nehmen die Leute mich ja jetzt auch in England mal als guten Torwart wahr, weil er da irgendwie, glaube ich, in der Top-10-Liste der Keeper gar nicht aufgetaucht ist letztens. Der Weltbesten. Genau. Von der englischen Zeitung, die haben ihn da nicht reingeschrieben.